Ich höre immer wieder, dass Leute behaupten, ich wollte den Glauben verwässern. Ich wollte, dass Christen auch rauchen dürfen. Das war aber nie mein Anliegen. Ich glaube, dass Gott mich dazu berufen hat, eine Brücke zu sein. Eine Brücke von der Welt in die Kirche. Wenn ich zurückschaue, habe ich das Gefühl, dass es in meinem Leben immer eine Sache gab, die wie so eine Basisschwingung da war und die meine Entscheidung sehr stark beeinflusst hat. Und das war so eine ganz tiefe innere Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach mehr als dem, was ich in meinem Elternhaus erlebt habe. Eine Sehnsucht nach intensiven Gefühlen, nach Sinn, nach Abenteuer, letztendlich nach Leben. Eine Sehnsucht nach Leben, nach einem intensiven, guten Leben. Ich weiß gar nicht genau, wann das losging, aber irgendwann in der Pubertät, so 14, 15, kann ich mich daran erinnern, dass ich mich irgendwie auf die Suche gemacht habe. Ich wollte Abenteuer, ich wollte Spaß. Und diese Sehnsucht war im Grunde wie so ein Magnet, wie so ein Kompass. Und dieser Kompass hat meine Entscheidung stark beeinflusst. Es fing eigentlich an, dass ich so in den Jugendszenen mich ausgetobt habe. Und auf Partys gegangen bin und Konzerte besucht habe und laute Musik gehört habe und auch sehr viel Alkohol konsumiert habe, weil ich da irgendwie dachte, dass ich dort meine Sehnsucht stillen konnte. Das hat auch eine ganze Zeit funktioniert. Aber ich merkte dann doch, dass mir das nicht reicht und ich dann schnell mich weiter auf die Suche begeben habe. Ich habe dann angefangen, andere Sachen auch zu konsumieren als das, was damals in meiner Clique normal war. Also nicht nur Marihuana rauchen und Schnaps und Bier trinken, sondern habe dann Psilocybine zu mir genommen, LSD, Speed, Tabletten. Ich war auch immer neugierig. Ich wollte Grenzen überschreiten. Aber bei mir hat sich aus dieser Sehnsucht doch schnell auch eine Sucht entwickelt. Und wenn meine Freunde irgendwann Schluss machten, ich brauchte immer mehr, ich wollte immer mehr, es musste immer mehr sein, immer höher dosiert, immer konzentrierter, immer bessere Ware. Aber so ganz befriedigt hat es mich eigentlich nie. Dann habe ich versucht, diesen Hunger auch in Beziehungen zu stillen und hatte mehrere Freundinnen, wo ja auch in der Nähe, in der Sexualität ich versucht habe, diesen Hunger zu stillen, diese Sehnsucht auszuleben. Aber es auch da war nichts, was letztendlich mich ganz befriedigt hat und diese Suche zu einem Stillstand gebracht hat. Es war nicht das, was ich letztendlich gesucht habe. Und so ging mein Leben eigentlich immer weiter bergab. Bis ich dann tatsächlich zum Glauben kam. Und ich war damals in einer alten Kirche, wo ein Gottesdienst stattfand, der irgendwie anders war als alles, was ich bis dahin erlebt hatte. Und in diesem Gottesdienst gab es regelmäßig einen Ruf nach vorne und einen Ruf dahin, einen Anfang zu wagen mit diesem Gott. Und ich habe diesen Anfang gewagt und ich habe mich auf diesen Gott, auf diesen Jesus eingelassen. Und ich habe dann später erfahren, dass dieser Jesus sogar von sich sagt, ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe dieses Leben dann genommen mit vollen Händen. Bin in diese Gemeinde gegangen und habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte an Seminaren und Bibelarbeiten und Gesang und Lobpreisungen und
Gebet. Und es hat ein Stück weit diesen Hunger auch gestillt, aber auch da irgendwie nicht ganz. Es war irgendwie auch nicht genug. 1989 habe ich dann ein Jahr in Amsterdam verbracht und kam zurück mit ganz viel Ideen und ganz viel Vision und habe dann in meinem Wohnzimmer eine Jugendbewegung gegründet, die Jesus Freaks, die sehr schnell gewachsen sind. Und es begann eine sehr schöne Zeit, wo sehr viele Früchte gewachsen sind, die sehr intensiv war, wo sehr viel Erfolg wir auch feiern konnten. Wir wurden dann eingeladen in Festivals, in christlichen Festivals, unsere Gottesdienste zu feiern, wo Tausende kamen. Aus dieser kleinen Zelle in meinem Wohnzimmer ist wirklich eine kleine Jugendbewegung entstanden. Das war sehr, sehr arbeitsreich, sehr intensiv. Aber im Rückblick würde ich sagen, habe ich mich da auch so ein bisschen verloren in dieser Zeit. In dieser Zeit, wo ich sogar zum Christ des Jahres gewählt wurde und viele Magazine auch Artikel über unsere Arbeit schrieben mit großen Foto von mir vorne drauf. Das hat mir natürlich auch gut getan, das meinem Ego gestreichelt. Hat auch so ein bisschen diese Sehnsucht gestillt, aber eben auch nicht ganz. So ganz war es das nicht. Und irgendwann hatte ich dann einen Burnout. In diesem Burnout habe ich dann angefangen, wieder chemische Stoffe zu konsumieren, Drogen zu konsumieren. Letztendlich im Rückblick war auch das hier wieder so ein Versuch, dieses Loch irgendwie zu füllen. In diesem Burnout und in diesem Drogenrückfall kam es dann zu einer Überdosierung und einer Todeserfahrung, würde ich fast sagen. Also ich habe mir dann versehentlich eine Überdosis gespritzt, 99, und im Koma in meinem Zimmer gelegen und bin da dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen und war wieder ganz unten gelandet. Also tiefer geht's nicht mehr, ganz unten mit Gehirnschädigung und Gedächtnisverlust. Und auch mein Ruf war natürlich ruiniert. Dann bin ich da aber rausgekommen. Diesmal mit Hilfe von ganz viel Seelsorge, von Therapie, von Entscheidungen treffen. Mit Hilfe einer Frau, die ich kennengelernt habe, die mir sehr geholfen hat, die ich geheiratet habe, meine jetzige Ehefrau. Und dann auch mit Hilfe eines Buches, eines Projekts der Volksbibel, die mir letztendlich auch wieder eine neue Aufgabe gegeben hat. Dieses Buch war sehr erfolgreich und war in den Bestsellerlisten und hat mir auch nochmal eine zweite Chance gegeben. Das Lied des Lebens wird eben nicht nur auf einem Ton gespielt und auch nicht nur auf dem C, sondern es ist ein Dreiklang, es ist eine Melodie, die vielleicht auch mit ein paar Moll-Tonarten dazwischen erst das Ganze ergibt, die ganze Ouvertüre ergibt. Ich weiß noch, als ich zum Glauben kam, habe ich U2 ganz neu entdeckt. Und da gab es so ein Lied, wo Bono singt, "And I still haven't found what I was looking for." And I still haven't found what I was looking for. Und ich weiß noch, ich habe dieses Lied damals gehört und dachte so, Mensch, Bono, das kann ja nicht angehen, du bist doch Christ. Du musst singen, and I have found what I was looking for. Wieso hast du noch diese Frage in dir? Und heute würde ich sagen, ja, so geht es mir auch. Ich habe zwar diesen Glauben gefunden und ich habe auch eine Menge bewegen können, eine Menge erlebt, eine Menge schlechter Sachen, aber auch eine Menge toller Sachen. Aber diese Sehnsucht, die ist irgendwie immer noch da. Nicht mehr so stark. Mein Leben hat durch meine zwei süßen Kinder und durch meinen neuen Job und durch meine Ehe einen anderen Boden gefunden, einen stabileren Boden. Ich brauche nicht mehr diese Erfolgserlebnisse und dieses auf der Bühne stehen. Ich brauche auch nicht mehr den Erfolg, aber
diese Sehnsucht, dieser Durst, dieser Hunger, der ist irgendwie immer noch da. Ich vermute, er wird auch bis zu meinem Lebensende immer noch weiter da sein.